Hallo Dennis, beim Subtraktionsverfahren ist im Prinzip alles so wie beim Additionsverfahren, denn subtrahieren ist das gleiche wie addieren, nur mit anderem Vorzeichen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, es ist jetzt 5 Grad warm draußen und wir ziehen davon 3 Grad ab, dann können wir uns auch vorstellen, dass wir 5 Grad haben und wir addieren dazu 3 negative Grade. Deswegen kann ich sagen, ich addiere eine negative Zahl oder ich subtrahiere eine positive Zahl. Aber das ist natürlich so ein bisschen Zahlengescheiß. Habe ich das gesagt? Ich glaube nicht. Wichtig ist, dass man sich eine Sache aussucht, die man gerne machen möchte. Ja? Wir können hier nämlich jetzt auch die zweite Gleichung mal 2 rechnen. Hat den Effekt, dass hier eine 6 entsteht, hier eine minus 2, das ist die gleiche Zahl wie hier. Und wer jetzt das Subtraktionsverfahren mag, der wird dann immer gucken, kriege ich irgendwie Zahlen auf die gleiche, auf den gleichen Wert. Beziehungsweise hier eigentlich ja Faktoren vor den Variablen, nennt man auch Koeffizienten. Ja, in diesem Fall würde sich also ergeben, x minus 2y gleich minus 4. Die erste Gleichung wird ja nicht angetastet. Die zweite Gleichung wäre dann 6x minus 2y gleich 6. Und jetzt subtrahieren wir die beiden voneinander. Also x minus 6x ist minus 5x ist gleich, das hier fällt ja weg, weil minus 2y minus minus 2y ist so ähnlich wie Apfel minus Apfel. Und das fällt weg. Ist das Ziel gewesen der ganzen Sache und hier steht wieder minus 10x gleich 2, kennen wir schon aus dem anderen Teil, das soll hier jetzt nicht unbedingt der Schwerpunkt sein. Ich will hier jetzt viel lieber nochmal sagen, dass man ja auch sich um das x hätte kümmern können. Das heißt, wir hätten entweder diesen Teil hier mal ein Drittel rechnen können, was ein bisschen hässlich ist, weil man dann immer Brüche da reinkriegt. Wir können auch diese hier mal 3 rechnen, dann steht die erste Gleichung da als 3x minus 6y gleich minus 12 und die zweite Gleichung unversehrt 3x minus y gleich, gleich 3. Jetzt subtrahieren wir die voneinander, 3x minus 3x, da ist es schöner als bei den minus 2y, wenn sie sich auflösen. 3x minus 3x kann man gleich verstehen, aha, ich hatte vorher 3x, jetzt werden mir 3x weggenommen. Minus 6y minus minus y ist also minus 6y plus y ist minus 5y ist gleich minus 12 minus 3 ist minus 15, dann ist es ganz kalt. Minus 12 Grad, es wird noch 3 Grad kälter. Das Ganze teilen wir auch durch minus 5, dann kriegen wir y gleich 3 raus. Das war ja das, was wir die ganze Zeit schon wissen. Und jetzt können wir y hier irgendwo einsetzen, dann kriegen wir x gleich 2 raus. Das heißt, die Lösung dieses Gleichungssystems wird nicht davon beeinflusst, welches Lösungsverfahren wir nehmen. Und Dennis, ich hoffe, dass das jetzt auf dich zugeschnitten war. Wir kennen uns ja nicht, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, das so darzustellen, dass ich mir jetzt sicher sein kann, dass du das verstanden hast, was ja sonst manchmal passiert, irgendwie, wenn man als Lehrer und Schüler zusammenhängt. Allerdings, ja, du kannst gerne mal kommentieren, alle anderen auch und ich bin hier raus und tschüss.